Rund um das Thema BIM gab es spannende Entwicklungen. 3D-Modelle sind heute essentiell für die Projektabwicklung, aber ihre Qualität muss besser werden. Wir stehen vor der Herausforderung, Anforderungen an die Modelle zu formulieren. Das Heilsversprechen BIM wird zunehmend relativiert. 3D-Modelle werden benutzt, um spezifische Fragestellungen effizienter anzugehen. Ein weiterer Gamechanger ist die Überarbeitung des Construction Products Regulation durch die Europäische Union. Die neue Regelung legt die Informationsanforderungen für Bauprodukte in Bezug auf Leistungen, Nachhaltigkeit und Sicherheit fest. Die Änderungen haben Auswirkungen auf die Spezifikation und Ausschreibung im Planungsprozess sowie auf die spätere Evaluation und die Bereitstellung von Bauprodukten und Materialien. Durch die enge Zusammenarbeit mit vielen Fachverbänden und unsere internationale Vernetzung sind wir bei diesen Themen ein wichtiger Know-how-Träger. Unsere neuen EBKP-Plugins ermöglichen die Klassifizierung der Bauteile im Modell. Dies führt zu genauen, zuverlässigen und verbindlichen Mengenermittlungen. Ein erster Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung ist damit getan. Unsere Abklärungen rund um die modellbasierte Ausschreibung haben gezeigt, neben der geometrischen Genauigkeit der Modelle muss auch deren Informationsgehalt gesteigert und standardisiert werden. Das, um die notwendige Qualität zu erreichen. Der BIM-Profil-Server erleichtert die Definition und den Austausch von Informationen. Wir erarbeiten Profile, die minimale Informationsanforderungen festlegen und im maschinenlesbaren IDS-Format bereitgestellt werden. Dies erhöht die Qualität der Modelle und schafft Grundlagen für die Herleitung von NPK-Ausschreibungen. Unser langfristiges Ziel ist ein umfassendes Informationsmodell. In Einzelschritten werden wir hierfür konkrete Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Wir danken allen, die uns dabei unterstützen und zur Entwicklung der notwendigen Standards beitragen.